Und zwar riecht dieser Duft wie Relax von Davidoff. Hey Freunde, Fragrance Talk wieder hier, der einzig wahre Fragrance Talk aus Hamburg. Ja, willkommen zurück auf meinen Kanal und für alle Neuen, bleibt hier, drückt die Glocke, es wird mich natürlich freuen, weil ich stelle nicht nur Aftershaves vor, sondern sehr oft Düfte, viele Düfte, ob alte Düfte, ob Vintage-Düfte, ob neue Düfte und so weiter, ob Nische, ob Mainstream. Bleibt also hier und ja, guckt meine Videos. Ja, heute stelle ich euch mal wieder die für mich geilsten Aftershaves vor. Ich habe einige probiert. Ihr könnt mich jetzt verbessern. Ihr könnt auch sagen, welche noch besser sind. Für mich sind es diese drei, beziehungsweise von dieser Marke. Und gleich vorweg, für die Hardcore-Freaks des Aftershaves, Haare oder überhaupt Bart technisch. Ich bin jetzt nicht der Spezialist, was das angeht, sondern eher für Düfte. Aber natürlich gehört auch Aftershave zu Beauty, zu Düfte etc. pp. Und deswegen stelle ich sie jetzt nochmal vor. Ich habe es schon mal gemacht, ich weiß gar nicht, das ist ein Jahr her. Schaut mal hier. Aber für die Neuen, weil ich so oft zwischendurch immer wieder gefragt werde wegen Aftershaves. Erstmal schaut immer durch meine ganzen Videos durch. Ich weiß, das sind viele. Das heißt aber auch, dass ich immer am Start bin. Aber wie gesagt, ich stelle jetzt für die Neuen trotzdem nochmal diese Düfte bzw. Aftershaves vor. So, wir fangen mal mit dem Blauen an. So, das Blaue von Don Draper. Oder auch Dapper Dan genannt. Das wechselt immer. Das hat damit zu tun, ich will jetzt nicht ganz Falsches sagen, aber mit der EU-Richtlinie etc. oder diese, von wo sie was geliefert bekommen. Manchmal ist es Don Draper, dann ist wieder Dapper Dan. Auf jeden Fall ist es dasselbe, dieselbe Marke auch. Aber ich kann nur eins sagen, absolut geil. Dieser Blaue ist, da ist Sandelholz drin, Menthol natürlich. Richtig geil frisch, kann ich nur sagen. Brennt ganz, na fast gar nicht, sagen wir mal, ganz wenig, minimal. Wenn ihr natürlich eine offene Stelle habt. Ich habe mich jetzt vorher rasiert, ich habe den grünen drauf, aber da kommen wir gleich zu. Gut, normalerweise, ich hatte jetzt die ganze Zeit mehr Bart, jetzt habe ich mal wieder abgemacht. Gut, hätte ich danach auch, nachdem ich weiß nicht, ob das wichtig ist für viele, wenn man Aftershave vorstellt, ob man hier so einen Bart hat oder weniger, wie auch immer. Das ist ein sehr geiler Mentholduft, der Sandelholz beinhaltet und sehr, sehr cool rüberkommt. Wie gesagt, minimal brennt. Was ich sagen wollte eigentlich, wenn ihr natürlich eine offene Stelle habt, klar, dann brennt das. Aber dann brennt jeder, dann brennt auch Parfüm, wie auch immer, es ist ja klar. Dann brennt auch sogar Sachen, wo kein Alkohol drin ist. So, hier könnt ihr nichts mit falsch machen. Ihr müsst euch das so vorstellen, ein cremiger, sehr, sehr frischer Duft, der Sandelholz beinhaltet. Kein Duschgelartig, das nicht. Ganz anders, geht in eine ganz andere Richtung. Gefällt mir sehr gut. Und das Gute ist, dieser Duft hält tatsächlich auch so seine 3-4 Stunden. Das ist ein Aftershave, Leute. Ne? Ein richtiges Aftershave. Ich rede hier nicht von Aftershave von Job oder was auch immer, sondern ein richtiges Aftershave. Und dafür sind 3-4 Stunden schon nicht schlecht, richtig nice. Der grüne hier, den habe ich drauf. Das ist mein Lieblingsending. Das ist der Green. Und wer jetzt hinhört und nicht vorspult, der findet hier was richtig Geiles. Und zwar riecht dieser Duft wie Relax von Davidoff. Also fast identisch, sehr geil. Dieses, also natürlich keine abgestandene Relax-Flakon, sondern der richtig frische von früher. Sehr nice. Und ja, hier ist ein bisschen mehr Menthol drin. Hier sind auch süße Noten drin. Das brennt auch mehr. Okay, eine Minute brennt das, aber das ist so geil. Das kühlt, ja wahrscheinlich deswegen auch. Man merkt die Kühle, dann das, wie auch immer, woher das herkommt, das von Menthol kommt, das brennt, das der Alkohol natürlich, klar. Aber der ist sowas von geil. Das entschädigt nachher das Brennen im Endeffekt, weil der Duft hält 6 Stunden. Das ist ein Aftershave, nochmal, ne? 6 Stunden und richtig cremig Relax. Ein cremiger, grüner Relax von Davidoff früher. Kennt ihr den? Ich habe ihn ja eingeblendet. Absolut hammergeil. Ich brauche ihn gar nicht aufmachen, weil ich habe ihn drauf. Aktuell ist riechen. Das ist, ich werde ihn immer wiederholen, immer wiederholen. Und ich werde diese drei Sachen so gut wie es geht unten verlinken. Schaut doch mal rein in meiner Beschreibung.
Ich glaube, ich habe die sogar immer verlinkt. Muss ich nochmal selber gucken. Aber wie gesagt, ich werde es trotzdem, denn wenn nicht verlinken, schaut also mal rein. Hier, absolut genial. Das ist eine Qualität von allerfeinsten. Also, wow, gefällt mir richtig gut. Das hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, wo ich die das erste Mal habe ich gesagt, okay, das sieht ganz geil aus. Ich habe sie eigentlich auch nur wegen den Oldschool-optischen, sag ich mal, gekauft. Aber richtig begeistert. Und zu guter Letzt habe ich diesen hier, den Gentle, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, Gentle, ausprobiert, sag ich schon, gekauft. Das ist ein Aftershave Balm. Auch sehr geil. Auch sehr geil. Benutze ich sehr oft. Riecht oldschool, cremig. Eine etwas ältere, oh, wie soll ich das jetzt sagen, schwer. Nivea wollte ich schon sagen, nee. Eine cremig, ja, ist auch so, das in cremig in Endeffekt. Also hier, sagen wir mal so, das ein bisschen in cremig oder zusammen, nicht relax-mäßig, aber so ein richtiger Oldschool-Touch. Ach, schwer zu erklären, auf jeden Fall sehr cool. Legt sich richtig schön auf die Haut, beruhigt die Haut. Hier gibt es natürlich gar keinen Brenn, das ist logisch. Ja, das sind so geile Düfte. Dapper Dan, hier seht ihr, Don Draper, das meinte ich. Also Leute, wenn ihr richtig was Cooles haben wollt, dann sind diese drei. Es gibt noch einige mehr davon, aber diese drei sind genial. Vor allen Dingen hier das Grüne. Das Grüne kann man hier nicht sehen. Was für ein Quatsch. Das Grüne, sehr, sehr geil. Ich weiß, es gibt so viele Aftershaves. Ich weiß, es gibt auch sehr geile Aftershaves. Aber das ist. Ich rieche das die ganze Zeit. Ich kenne auch ein Relax. Relax, das ist hier natürlich nur ein cremiger, aber es ist dieser grüne Effekt, dieser grüne Geruch von Relax. Und das ist, ich habe einen Kollegen, den das angeboten. Ich habe vielen Leuten das angeboten. Viele sagen und geben mir recht. Es ist genial. Und es kostet nicht viel Geld. Richtig toll. Und dieser Oldschool-Touch mal in die alte Zeit zurück. 50er, 60er, so wie zurück in die Zukunft, habe ich gestern erst gesehen. Sehr, sehr nice, Leute. Sehr, sehr nice. Ja. Das war's. Ich dachte, ich stelle euch nochmal die geilsten, besten Aftershave für mich vor. Natürlich ist das Geschmackssache, so Leute. Es ist immer Geschmackssache, ne? Das ist klar. Aber für mich sind es die besten. Ich mache sie einfach riechen. Sie beruhigen nach einer Minute. Also eher auf jeden Fall eher früher. Er brennt ja gar nicht, aber er beruhigt so gut die Haut und hält und ist top. Und wichtig ist ja auch, es gibt kaum Aftershaves, die lange halten. Und die tun das. Auch der riecht gut für einen Aftershave-Balm. Und auch länger. Nicht schlecht. Richtig nice. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Über Don Draper oder Dapper Dan, wie auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Mach's gut. Fragrance Talk. Thank you.